Willkommen zum Quickie Laden an öffentlichen Ladesäulen. Kurze Einführung. Das Video soll vor allem Neueinsteigern eine kurze Einführung geben. Wer also schon E-Fahrzeuge besitzt und an öffentlichen Ladesäulen geladen hat, kann getrost abschalten. Da wird wahrscheinlich nichts Neues mehr für euch kommen. Goodbye. Für alle Reporter, die jetzt spontan ohne Recherche in ein E-Fahrzeug einsteigen, um zum Beispiel von Berlin nach Bad Reichenhall zu fahren. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Dinge zu lernen, damit ihr danach nicht wie die letzten Honks dasteht. Referenz dazu in der Videobeschreibung. Was verstehe ich unter einer Ladesäule? Es gibt eine Ladesäulenverordnung, die natürlich ganz klar definiert, was eine Ladesäule ist. Nicht. Die Ladesäulenverordnung heißt zwar Ladesäulenverordnung, aber im kompletten Text kommt nicht einmal das Wort Ladesäule vor. Stattdessen sprechen sie von Ladepunkten. Was meine ich mit einer Ladesäule? Ich selbst im Kontext von diesem Video verstehe unter einer Ladestation eine öffentliche Ladesäule mit Typ 2 und oder CCS-Anschluss. Das waren jetzt wieder zwei neue Begriffe, CCS und Typ 2, auf die gehe ich später noch ein. Was ist mit Tesla Supercharger, Schuko, CEE, CHAdeMO und so weiter? Schuko, also der in Deutschland übliche Haushaltsstecker, genauso wie die CEE Starkstromsteckdosen oder diese blauen Caravan-Stecker, werde ich hier nicht weiter erläutern. Das sind für mich, wie ich gerade schon gesagt habe, keine Ladestationen, obgleich es Lademöglichkeiten sind. Weil Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk so trivial ist, einstöpseln, laden, gehe ich darauf auch nicht weiter ein. Und weil CHAdeMO in Europa ein aussterbender Standard aus Japan ist, gehe ich darauf auch nicht weiter ein. Sorry an alle Nissan Leaf-Fahrer. Und Wallboxen erwähne ich auch nicht extra, da gilt im Prinzip das gleiche wie Typ 2. Was muss man grundsätzlich wissen? Als erstes müsst ihr wissen, wie kann euer Fahrzeug eigentlich laden? Und damit meine ich, welche Stecker unterstützt es? Es gibt zwei Geschmacksrichtungen. Das eine ist Typ 2 und das andere ist CCS. Und so sehen die aus. Der Typ 2 ist etwas kleiner als der CCS. Und der CCS sieht aus wie ein Typ 2, bei dem ein Kleinkind noch einen Knubbel dran gebastelt hat. Was ist der Unterschied zwischen Typ 2 und CCS? Ähnlich wie bei Benzin und Diesel gibt es zwei Varianten. Bei Elektrofahrzeugen bedeutet das Wechselstrom für Typ 2 und Gleichstrom für CCS. Es kann euch aber im Alltag ziemlich egal sein, weil ihr könnt das nicht aus Versehen verwechseln. Anders als bei Benzin und Diesel. Now that's a bad idea. Was für euch wichtig ist, Typ 2 bedeutet, dass ihr damit normal schnell ladet, also bis zu 22 kW. Sorry. Während CCS für schnelles Laden mit über 22 kW steht. Also immer mit CCS laden, damit ich nicht lange warten muss, oder? Ja, grundsätzlich stimmt das. Aber CCS hat auch seine Nachteile. Es ist nicht so weit verbreitet wie Typ 2 und es ist üblicherweise auch teurer. Müsst ihr einfach beachten. Dann könnt ihr mit CCS aber grundsätzlich schneller laden. Außerdem hängt die Schnellladegeschwindigkeit maßgeblich von eurem Fahrzeug ab. Das heißt, ihr müsst wissen, ob ihr mit 50 kW, 100 kW oder sogar mit über 200 kW laden könnt. Ey Alter, du redest wieder über Autos. Wo kann ich denn jetzt laden? So, nachdem ihr jetzt wisst, was euer Fahrzeug kann, kommt es natürlich darauf an, eure Ladestation zu finden. Um die Ladestation zu finden, könnt ihr das wie bei Tankstellen auch, zum Beispiel über eine App machen. Die meisten Elektroautos haben aber Ladesäulen auch schon im Navi drin. Das heißt, ihr könnt da eine auswählen und euch die optimale Route anzeigen lassen. Ein gutes Navi bietet die Möglichkeit, nach CCS und Typ 2 zu filtern und auch die Ladegeschwindigkeit so einzustellen, wie es für euer Fahrzeug passt, sodass ihr die perfekte Route bekommt. Damit ihr nicht unnötig an der Typ 2 Ladesäule wartet, wenn ihr es eilig habt, zum Beispiel, weil ihr von Berlin nach Bayern fahren wollt. Schaut beim Raussuchen der Ladesäule auch darauf, wie schnell die Ladesäule euer Auto mit Strom versorgen kann. Wenn ihr eine 50 kW Ladesäule verwendet und ihr könntet eigentlich 200 kW laden, dann wartet ihr natürlich unnötig lange. Und zum Laden einfach nur reinstecken. Und wie bezahle ich?
gleich vorneweg, mit der normalen EC- oder Kreditkarte kommt ihr nicht weit. Was ihr braucht, ist ein Ladestromanbieter, den ihr euch vorher raussuchen müsst. Da bekommt ihr dann zum Beispiel eine Ladekarte oder ihr bekommt eine App, bei der ihr euch anmelden könnt. Und mit der könnt ihr dann Ladesäulen freischalten und bezahlen. Bei der App meistens dann eben auch eine Route planen und die Ladesäulen finden. Da die Ladesäulenbetreiber alle miteinander kooperieren, gibt es ein Roaming. Das bedeutet, ihr könnt euch einen Ladebetreiber raussuchen, eine App benutzen und damit sehr, sehr, sehr viele Ladesäulen freischalten. Wenn ihr das einmal gemacht habt, dann geht es wirklich einfach. Dann kommt ihr an eine Ladesäule an, ihr sucht euch einen Ladepunkt raus, schaltet den frei mit der App oder der Karte, steckt euer Fahrzeug an und fertig. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, die Ladesäulen haben meist mehrere Ladepunkte. Wählt also mit Bedacht den richtigen Ladepunkt aus. Bonus! Warum ist das Laden an Ladesäulen so kompliziert? Kurz gesagt, weil die Regulierung und die Umsetzung so lange gedauert hat. Als Gegenbeispiel dient Tesla. Die haben nicht auf die Normierung gewartet, sondern einfach ihr eigenes Ding durchgezogen und ein eigenes Ladenetz hochgezogen. Aber auch wenn ihr keinen Tesla habt, wird es in Zukunft deutlich einfacher werden. Zum Beispiel gibt es ab 2023 die Anforderung, dass jede Ladesäule auch ein Kartenterminal für Kreditkarten und Debitkarten haben muss. Darüber hinaus werden Fahrzeuge in Zukunft den Plug-and-Charge-Standard unterstützen. Das bedeutet, ihr steckt ein und das Fahrzeug kennt die Rechnungsdaten, hat also eure Bankkonten, was auch immer, hinterlegt. Und wenn ihr mit einem Plug-and-Charge-fähigen Fahrzeug an eine Plug-and-Charge-fähige Ladesäule heranfahrt und ansteckt, braucht ihr nichts weiter zu tun. Dann ist auch das Laden tatsächlich einfacher als das Tanken von Benzin oder Diesel.